Leute, da sind wir wieder und heute machen wir einen mega leckeren Flammkuchen. Ich weiß, ich habe schon zwei Rezepte gemacht, aber wir machen einen viel besseren Flammkuchen. Denn wir machen heute den Flammkuchen mit Rucola und Räucherlachs. Wir pimpen den so gesehen. Ja, und wenn ihr jetzt Bock drauf habt, dann bleibt einfach mal dran. Wir starten mit Mehl. Vollkornmehl. Wir machen einen Vollkornboden aus dem einfachen Grund. Sättigt mehr, besser, vollwertig. Einfach nur toll. So. 250 Gramm habe ich jetzt hier. 250 Gramm ist vollkommen okay. Dann brauchen wir noch Olivenöl. Sehr gutes Olivenöl. Ich nehme wie immer, ihr kennt es bei mir aus den Videos, mein Alnatura Olivenöl. Und davon geben wir 2 Esslöffel rein. Ja, sehr schön. Guckt euch mal die Farbe an. Einfach nur genial. Ja, und dann brauchen wir noch Wasser. Da ich 250 Gramm Teig nehme und ja vollkommen durstiger ist als normales Wasser, als normaler Teig, also normale 405er Mehl, muss ich mal gucken, ich schätze mal so 135 Gramm Wasser werden wir benötigen. Die genauen Angaben schreibe ich euch ins Rezept auf der Homepage. Der Link findet ihr wie in meiner Infobox. Da könnt ihr mal sehen, wie vergesslich ich bin. Salz, wir brauchen natürlich Salz. Eine Prise, Salz rein. Das reicht. Und kneten. So, der Teig ist jetzt nicht ganz verbunden. Macht aber auch nichts. Wir haben ja unsere Hände. Deswegen kneten wir das jetzt einfach hier zu einem schönen Teig. Und wenn es zu krümelig ist, wir warten jetzt, wir kneten es erst ein paar Minuten. Wenn es immer noch zu krümelig sein sollte, werden wir dann einfach den Teig zurückgeben oder beziehungsweise ein bisschen Wasser drauf geben und dann alles unterkneten. Aber der ist schon schön feucht. Das sollte eigentlich sehr gut machbar sein. Backofen heizt sich schon mal vor auf 200 Grad ungefähr. Das reicht auf jeden Fall. So, den können wir in, wenn ihr wollt, wenn ihr Zeit habt, in Klarsichtfolie wickeln, also hier diese frische Folie und eine halbe Stunde liegen lassen, wie ich es bei den anderen Flammkuchenteigen immer gemacht habe. Aber der kommt einfach bei mir nur kurz zur Seite, denn wir nehmen jetzt eine Schalotte. Die wird einmal klein geschnitten, und zwar halbieren wir die und dann schneiden wir die in halbe Ringe. Jetzt kommt das wieder beiseite und wir rollen den Teig einmal aus. So, ich habe jetzt einmal hier den Teig halbiert, weil ich möchte da dann doch jetzt mal Fladen rausmachen. Das habe ich einmal ganzes Blech gemacht. Ich probiere mal Fladen. Sieht auch ganz schön aus. Und jetzt werden die erstmal mit einem Handballen flach gedrückt, so mache ich das immer. Und im Mehl einmal gewälzt. So, und dann einmal ausrollen. Ich habe jetzt hier die Fladen. Einen längeren, einen nicht so lang. Und was machen wir jetzt? Wir nehmen uns Creme Fraiche. Ihr seht es hier, Creme Fraiche. Und klecksen uns da mal ein paar schöne Kleckse drauf. Und verteilen das dann. Noch eine Info, ihr könnt statt Creme Fraiche auch Schmand verwenden. Schmand ist nämlich kalorienärmer, geht auch, weil der Lachs ja schon ziemlich fettig ist. Ja, und jetzt noch Pfeffer drauf. Ich lasse es immer aus großer Höhe drauf rieseln. Verteilt sich das besser. Nicht allzu viel Salz, weil der Lachs ist ja auch salzig. Gut, und jetzt alles im Backofen. Ach ja, ganz vergessen. Ich Depp. Wofür schneide ich denn die Schalotten? Die kommen natürlich auch drauf. Ich habe übrigens dann doch 2 Schalotten geschnitten, weil mir das dann eine doch so ein bisschen wenig vorkam. So, das kommt alles im Backofen. Ungefähr 20 Minuten. Schaue ich mir den Teig an. Ja, und dann kommt der Lachs und der Rucola oben drauf. Den Lachs hier holen wir aus dem Kühlschrank. Lassen wir ein bisschen Temperatur gewinnen. Ein bisschen Aroma gewinnen. Durch das Kälte sind die Aromen so gesehen eingeschlafen. Und was machen wir jetzt? Messer sauber. Ja, einigermaßen. Jo. Und den Lachs gehe ich schon mal hin und schneide den in Streifen runter. Und den können wir dann gleich einfach schön drauf drapieren.
Dann habe ich jetzt hier noch in meinen schönen 1A Frischhaltedosen Rucola. Den einmal waschen. Ja, und dann warten wir nur noch auf den Teig. Gut. Ihr seht auch schon, wie schön braun es hier wird. Von der Creme Fraiche. Ja, die Zwiebeln sind durch und jetzt drapieren wir den Rucola und den Lachs darauf. Wir setzen den da drauf. Sieht zwar jetzt nicht ganz schön aus, aber zeigt vielleicht einen Trick. Dann nehmt ihr euer Messer und zieht den Lachs ein bisschen nach oben, ein bisschen durch den Rucola durch. Legt ihn ein bisschen drauf, ein bisschen Rucola drüber. So dass er ein bisschen nach oben kommt. Und nicht alles so erschlagen wird. So, und gehen hin, nehmen uns eine Zitrone und beträufeln alles noch etwas mit Zitronensaft. Nicht allzu viel, eine Hälfte der Zitrone reicht für die beiden Flammkuchen. Und das war's dann. So, ihr habt gesehen, das Video ist nicht schwer, also leckerer Teig, leckere Creme mit ein bisschen Zwiebeln drauf, Lachs da drauf, Rucola drauf, einfach köstlich. Das ist so ein Rezept, das ist für die Seele, das ist einfach nur toll. Ich habe schon wieder ein riesen Grinsen im Gesicht, weil ich mich da so drauf freue oder gefreut habe. Ich finde es einfach nur lecker. Ja, und wenn ihr es mal nachgemacht habt, schickt es mir natürlich die Fotos auf Facebook, postet mir die Chronik, ansonsten unter dem Hashtag natürlich lecker auf Google+ oder auf Facebook. Ich freue mich drüber, ich freue mich über eure Rückmeldungen. Ja, und dann bin ich raus und dann sehen wir uns hoffentlich bei meinem nächsten Video wieder.